Nachdem die Farbe jetzt getrocknet ist, ich habe das neu lackiert und mittlerweile auch schon wieder eine ganze Woche vergangen ist, setze ich jetzt mal den Bremsexzenter hier wieder ein. Dann mache ich also etwas Kupferpaste drauf, weil die sich am besten hält und eigentlich auch bei Wasser kaum abwäscht. Ich setze die mal überwiegend im vorderen Teil ein, denn wenn ich ihn jetzt da reinschiebe, schiebt sich die Kupferpaste sowieso nach hinten. Und das macht eigentlich schon einen ganz guten Eindruck. Ich ziehe sie nochmal raus, gucke mal, ob sich das ein bisschen verteilt. Hier sind ja auch solche Schmiernoten drin, in denen sich die Paste sammeln kann und dann für eine bessere Schmierung sorgt. So, das ist eigentlich ganz gut, macht einen guten Eindruck. Es läuft auch, ist auch spielfrei. Ohne Kupferpaste war eben ein bisschen Spiel zu spüren, aber jetzt läuft es schön ruhig und auch spielfrei. Auch hier mal bei den Druckflächen mache ich ein bisschen Kupferpaste drauf. Jetzt natürlich nicht die Welt, einfach mal nur den Rest, den ich noch am Finger hatte, verteile ich hier drauf, damit die Reibung hier an diesem Nocken etwas geringer wird und die Betätigung somit etwas leichter ist. Gleiches auch an den beiden Lagerstellen hier der Bremsbacken. Da gebe ich auch ein bisschen drauf, dass also sich wenigstens kein Rost bilden kann. Obwohl bei diesem Motorrad hier ist kaum zu erwarten, dass es überwiegend im Regen gefahren wird oder viel Regen bekommt. Denn es kann natürlich mal nass werden, wie wir im ersten Film gesehen haben. Ist es auch nass geworden, aber deswegen fällt es ja nicht gleich auseinander und fängt an zu rosten. Also ein bisschen Schmirakel drauf kann nicht schaden, aber zu viel kann in jedem Fall schaden. Deswegen muss man da mit ein bisschen Bedacht dran gehen. So, jetzt versuche ich gerade noch eben die Backen drauf zu setzen. So, das ist kein großes Problem. Auch hier unter dem Verbinder hier oben, dann mache ich ganz, 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 ganz wenig Kupferpaste. Vielleicht nehme ich hier nur den Rest, der hier mal vorbeigegangen ist. Einfach mal nur, damit sich da kein Rost bildet und dass eine kleine Gleitreibung entstehen kann. So, das muss schon reichen. So, jetzt hole ich mir gerade noch ein paar Splinte, die ich da reinmache und dann sind wir weitestgehend auch schon fertig damit. Da habe ich mir vor einigen Jahren mal so ein Splint-Set gekauft. Ist immer wieder gut, wenn man darauf zurückgreifen kann, denn es ist oftmals so, dass man irgendwo einen kleinen Splint erneuern muss. So, und das mache ich jetzt hier auch. Und da denke ich mal, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Biegt beide Ecken rum, damit sie nachher nicht unten in der Bremstrommel anliegen und Geräusche machen. Deswegen biege ich sie lieber weiter rum. So, so kann man sehen, sieht also aus wie ein Anker. Relativ weit rumgebogen, dass sie also hier in den Bereich, wo also nachher die Bremstrommel ist, nicht schleifen. Das gibt dann üble Geräusche beim Fahren und das kann man so verhindern. So, als nächstes setze ich jetzt die Verschleißanzeige wieder auf. Die geht auch nur in einer bestimmten Position drauf. Da sind also in der Verzahnung hier sind Unterbrechungen drin. Und die gleichen Unterbrechungen findet man auch auf dieser Welle hier. Und deswegen kann man da eigentlich keinen entscheidenden Fehler machen. So, den Bremshebel setze ich in die gleiche Position, wie er mal war. Denn ich hatte ja hier auch die Markierungen gemacht und jetzt verschraube ich das nochmal. So,
Die Schraube dient auch gleichzeitig nicht nur zur Klemmung hier des Nockens hier, sondern die dient auch gleichzeitig zur Arretierung, denn hier in der Mitte ist eine Welle, genau da ist eine Nut, genau da läuft auch die Schraube durch und deswegen kann sich die wirklich nur ganz von dem Nocken entfernen, wenn also die Schraube komplett raus ist. Also da mache ich jetzt keine größere Sicherung mehr dran. Ich ziehe das vernünftig fest und dann passt das schon. So, um den Simmerring, der da drin ist, noch ein bisschen zu schützen, habe ich einfach noch ein bisschen Fett hier dran. Der sieht noch gut aus, macht noch keine Verschleißerscheinungen und deswegen baue ich ihn oder lasse ihn einfach noch drin. Ich muss ja dann sowieso in absehbarer Zeit eine neue Kette drauf machen. Und bei der Gelegenheit werde ich dann auch mal die Radlage erneuern. Ich habe eben mal in meinen Unterlagen nachgesehen, die habe ich noch nicht erneuert, die Radlage. Und deswegen werde ich die bei nächster Gelegenheit, spätestens wenn ich die Kette tausche und den Kettensatz tausche, auch dann mal neue Radlager reinmachen, wenn nötig. Das heißt also, ich werde die in jedem Fall kontrollieren. Und wenn die okay sind, dann bleiben sie natürlich drin. Und aus jetziger Sicht sind die einwandfrei. Deswegen kann ich so ohne weiteres nochmal betreiben. Was danach ist, werden wir ja dann sehen. So, ich mache hier noch ein bisschen Schraubensicherung dran. Die habe ich wo? Hier. Tropfen kann da nicht schaden. Denn so ein Kettenblatt, wenn das losgeht, ist ja nicht so, als wenn man es gleich verlieren würde, aber bis es mal, wenn es sich löst, dann schlackert das ohne Ende, richtet wahrscheinlich einen riesigen Schaden an und deswegen kann also auch ein Tropfen Schraubensicherung keinen Schaden anrichten. Und wenn man ein vernünftiges Werkzeug hat, kriegt man das am Ende auch raus, wieder los. Auf die kleinste Stufe, den Rest mache ich mit dem Drehmomentschlüssel. So, nur einfach ein bisschen Farbe auf das Kettenblatt und es sieht wieder richtig schick aus. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. So kann man also mit einfachen Handgriffen und ein bisschen Farbe das Motorrad ruhig wieder aufhübschen. Zum Beispiel auch dieser Abstandhalter, den habe ich einfach mit der Drahtbürste ein bisschen gereinigt und dann ein bisschen Farbe drauf. Das macht schon einen ganz anderen Eindruck. So, auch hier ein bisschen Fett im vorderen Bereich der Welle. Der Rest schiebt sich durch. Ansonsten, wenn man jetzt zu viel dran macht, dann hat man hier am Ende nachher so eine große Wurst von Fett, was am Ende überhaupt keinen Sinn macht. Deswegen kann man auch ruhig mal ein bisschen vorsichtiger dran gehen. So, jetzt versuche ich mal das Hinterrad einzusetzen. Als allererstes schiebe ich es mal durch und ziehe mal die Kette drauf. So. Dann kommt von hier die Achse drauf. Dann müsste man eigentlich von der anderen Seite schon was sehen. So. Abstandhalter.
Na, komm her. So, das ist schon mal passiert. Werde ich mal die ganzen Spanneinrichtungen einhängen und so weiter. So, und den Rest ziehe ich mit dem Schlüssel fest. Genau. Ich gehe nachher noch mit dem Drehmomentschlüssel vorbei. Und dann muss es funktionieren. Die Bremse habe ich auch schon eingestellt. Ich muss noch ein paar Sicherungsstifte einsetzen. Und dann bin ich wahrscheinlich hintenrum fertig. Die Kette läuft wirklich gut. Die liegt ja jetzt komplett immer noch in, im Diesel, so gesehen. Ich habe da zwar abtropfen lassen, aber der Diesel tut natürlich seine Wirkung. Ich gehe nachher noch mal mit dem Lappen dran links, dass es nicht alles gleich wieder in das Hinterrad spritzt und auch überall hin. Und ich denke mal, dann wird es hintenrum okay sein. So, Öl habe ich jetzt auch schon drin. Filter gewechselt. Und auch schon wieder einen neuen drin. Klar ist Öl drin, aber erstaunlicherweise nur 3 Liter mit Filter. Hat mich ein bisschen überrascht, dass das so wenig ist. Aber es gibt die Unterlage mal her. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch mit dem Anlasser schon den Öldruck aufgepumpt und festgestellt, dass also mit 3 Litern der Maximalstand erreicht ist, also scheint es zu stimmen. Jetzt mache ich mal den Bremssattel los. Er hat ja hier nur einen. Bei der Nighthawk ist ja nur einer. Im Gegensatz zur 750, der hat 2. Das ist wie gesagt die Vorgängerin der 750 hier in Deutschland oder Europa. Ja, der ist jetzt noch nicht so schlimm, der Belag, aber zumindest muss der Bremssattel mal gereinigt werden. Ich hatte mir das jetzt schlimmer vorgestellt. Ich baue den jetzt mal aus und zeige euch das. So, jetzt baue ich den mal eben auseinander, eben mal wirklich auch die Bremsbeläge mal anschauen. Die sehen eigentlich ganz gut aus. Sie sind jetzt nicht neu, ist klar. Ich habe es wirklich damit gerechnet, dass sie schlimmer aussehen. Aber da die ja ständig unter Beobachtung sind bei mir, denke ich mal, dass ich die einfach mal von den Zylindern her, von den Kolben her mal reinige und die Ausgleichsstücke hier bisschen bearbeite und danach wird einfach nur geschmiert und fertig. Dann baue ich die wieder zusammen. Als nächstes baue ich hier den Vorderrad aus. Dazu habe ich das Motorrad in die Bühne gehängt, in die Autobühne, die hier nebenan steht, und hebe damit das Motorrad ganz hoch, sodass ich das Vorderrad frei bekomme. So, jetzt zieht das ein bisschen raus. So, dann ist das Vorderrad frei. Und jetzt hoffe ich, dass ich das rauskriege. Dann muss man mit der Schraubenzieher dran. Jawohl. So, das war's. Ich wollte das Vorderrad auch neu lackieren lassen.
Und da die Pelle jetzt nur mal runter ist, kann ich alles zur gleichen Zeit machen. Und dazu wird sie jetzt eine ganze Weile hier in der Bühne hängen, denn das Lackieren dauert bestimmt eine Woche. Und dann kann ich erst dann weitermachen. Bei der Gelegenheit kann ich natürlich auch gleich die vordere Bremsscheibe wieder ein bisschen aufmöbeln. Hier hat also auch schon der Rost leicht angesetzt, hier in der Mitte, da wo die lackierte Stelle ist. Da werde ich es einfach mal ein bisschen anschleifen und neu drüber lackieren. Einfach schon. Jetzt mache ich das ein bisschen mit Bremsenreiniger sauber, wird abgeklebt und dann bin ich schnell damit fertig. So, das reicht eigentlich schon. Jetzt klebe ich das noch ab. Das Abkleben ist eigentlich sehr einfach. Ups, wenn ich gerade Papier reißt. So, man kann hier grob über die Mitte, über diese Mitte hier drüber kleben. Und dann geht man am Ende her, einfach mal so drüber kleben. Und dann geht man am Ende her und schneidet das hier mit einem kleinen Messer schön scharf aus. Ich zeige euch das gleich mal eben. Einfach mal eben hier nur so grob drüber kleben. So und so weiter. So, in den meisten Fällen ist jetzt hier innen eine Nut angedreht und die Nut kann man als Führung benutzen, indem man einfach mit dem Messer entlang der Nut geht und rutscht dann problemlos in die Nut hinein und hat also dann auch am Ende eine genaue Führung fürs Messer und kann also hier relativ genau die Lackierkante ausschneiden. Ich nehme das mal hoch. So, das ist schon eine saubere Sache. Auf der anderen Seite habe ich das auch gemacht. Und das geht auf jeden Fall besser als dieses haargenaue Abkleben, was natürlich endlos auffällt. Und hier geht man einfach mit dem Messer entlang der Nut und kann nachher den Klebestreifen relativ präzise abschneiden. Was jetzt hier so ein bisschen ausreißt, kann man mit dem Finger andrücken. Und ich sag mal, hier unten an der Bremsscheibe ist auch das auch nicht so furchtbar wichtig. So, ich zeige euch gleich das Ergebnis. So, so ist es also schon prima ausgeschnitten. Und jetzt kann ich einfach mit Farbe drüber gehen. Und dann hat man viel, viel weniger Arbeit. Kommt der Wind von der falschen Seite. Da muss ich erstmal aufhören. Puh. So, und jetzt kommt der Rest.
Jetzt lasse ich es mal abtrocknen und dann ist es schon mal erheblich besser als vorher und mit kleinem Aufwand.